Guten Tag, hier ist der Gusor zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Und wir fangen an. Wir fangen an, so wie immer, ganz neuer Standard. Wir sind im 1-Million-Loot-Clan und ich will euch Angriff zeigen. Aber es geht nicht einfach nur um Angriffe, sondern es geht darum, dass ich eigentlich so ein bisschen so einen Fokus auf eine Truppe setzen möchte, so ein bisschen, dass man gucken will, ja, so und so und so sieht das aus, so und so macht die das und so weiter und so fort. Ich habe mir nämlich überlegt, der King ist ja doch, ja, wie soll ich sagen, ja, eine sehr starke Truppe, die man aber in bestimmten Situationen ganz, ganz unterschiedlich einsetzt. Also diejenigen, die jetzt zum Beispiel Town Hall 7 sind und den King halt neu haben, können ja, wenn die jetzt zum Beispiel mit Low-Truppen angreifen, gucken wir mal, vielleicht sehen wir es auch in einem der Angriffe. Das wäre natürlich mega nice, dass man das halt einfach ein bisschen besser erklären kann. Die würden ja sagen, gut, okay, komm, hier bin ich der Meinung, ist der einfachste Weg halt wirklich King als Dev benutzen, zack, rein und fertig. Aber spätestens jetzt zum Beispiel im Town Hall 10-Bereich, den du angreifst, also sprich, du greifst einen Town Hall 10er an, musst du ja schon gucken, möchte ich das wirklich so machen? Gucken wir nämlich jetzt mal in einen von mir jetzt einfach so rein. Verteidigung, nee, Angriff. Ich guck mal, ob das jetzt einer war, der halt so... ja, doch, denke ich schon. Denke ich schon. So. Aufgesprengt hier, um halt reinzugehen. So, normalerweise hätte ich gleich so früh, zack, komm, King rein und fertig. Mittlerweile nicht mehr. Weil erstmal wirklich klar ein bisschen clearen, dass man natürlich definitiv sieht, okay, du musst da rein, King, und dann kann man logischerweise erst machen. Klar, das Clearing soweit logisch. Aber jetzt kommt eben auch das Wichtige. Jetzt, hier haben wir es, hier haben wir es. In dem Fall ist der Inferno sogar noch auf Multi, ist da also gar nicht weiter wild. Wenn der jetzt auf Single wäre, hätten wir mit dem King natürlich ein brutalstes Problem. Der King geht vor, nimmt richtig schön Death auf sich und ist down. Deswegen muss man natürlich besonders, wenn man halt Town Hall 10 oder 11 angreift, halt genau gucken, ist der Inferno auf Multi, ist der Inferno auf Single, je nachdem, so kann man dann den Angriff planen. So, und jetzt seht ihr ja hier, schön den Rage drinne gehabt, Bowler vorgepackt. Ganz ehrlich, die Taktik ist jetzt nicht so wirklich schwierig. Also da kann man eigentlich auch nicht so wirklich viel falsch machen. Da seht ihr es aber, King ist im richtigen Moment vor Ort und macht hier richtig wichtige Schritte. Zack und fertig. Town Hall down gehauen und gut ist das Ding. Aber halt nicht zu früh, weil sonst wären beide Infernos am Start gewesen. Heilungsprozess wäre nicht, hätte nicht stattgefunden, weil Inferno keine Heilwirkung, logisch. Deswegen ganz gechillt. Das heißt also, je höher ihr kommt, mehr oder weniger, beziehungsweise je höhere Dörfer ihr angreift, umso mehr muss der King sozusagen im Hintergrund sein und dann aber natürlich logischerweise im richtigen Moment halt zuschlagen, ganz klar. Das ist einfach das Gebot der Stunde, sage ich mal. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich event... Ja, ich habe noch einen Earthquake drin. Das ist mega nice. Dann greifen wir jetzt einfach auch noch an, suchen uns noch was Schickes raus hier. Ja, ich meine, der hat keine Adlerartillerie. Das wäre natürlich schon mal... Beziehungsweise er hat sie. Ich könnte sie hier aber wegnaschen und fertig. Aber der Rest vom Loot finde ich jetzt nicht so toll. Also das hier ist zum Beispiel nice. Das ist doch vollkommen in Ordnung, damit kann man leben. Jetzt müssen wir halt bloß gucken, dass wir halt eben auch an die Infernos relativ gut rankommen und nicht einfach nur, naja, wir lassen die hier draußen rumrennen. Schauen wir mal. Also ich würde sagen, hier öffnen. Das machen wir auch. 1, 2, 3, 4. Und dann passt das. Dann haben wir hier das Compartment offen und das auch, dass man gut an die Sachen rankommt. Hier ein paar Bowler. Hier ein paar Bowler. Ja, man darf ruhig auch mal eskalieren. So,
Und dann den Rest hier einfach auch noch schön oben drauf. Und achso, jetzt, ja, fast vergessen. Schnell die Mauerbrecher. Hier nochmal gleich ein Rage rein, weil die gehen garantiert jetzt da rein. Ganz genau. So, und jetzt King, Queen. Gleich noch ein Rage draufgepackt. Schön, also die haben sich so ein bisschen überlagert. Das ist gar nicht weiter wild. Jetzt gucke ich genau, wo ist der Rage noch? Klar, passt das alles noch? Alles gut. Die sind genau im Rage. Genau drin. Da, wo ich sie hinhaben will. So, jetzt hier nochmal ragen. Und eventuell hier auch Scheiß drauf. Egal. Dann haben wir es halt komplett. So, der King macht, macht, macht. Queen ist gerade im Bereich des Earthquakes, genau richtig. Sie war im Bereich des Earthquakes. Sie war im Bereich des Infernos. Da musste sie natürlich raus. So, jetzt ist es hier so ein kleiner Queen Walk. Klar, ist aber gleich beendet, weil logisch der Heiler holt sie denn definitiv auf den Boden der Tatsachen. Bloß ich will natürlich jetzt gerne noch ein paar Prozentchen dazu holen, weil ich brauche die Queen jetzt momentan nicht, weil ich danach eh keinen Angriff mehr starte. Ich gucke mir ja dann eure Angriffe an. Und dann kann ich auch sagen, gut, okay, komm, jedes Prozent, was ich jetzt noch dazu hole, bringt mir nochmal extra Cash. Also, was will ich mehr? So, außerdem könnte es ja sein, dass die Queen das doch schafft. Nee, sie schafft es nicht. Sie schafft es definitiv nicht. Aber vollkommen Banane, passt. 63%, easy going, läuft. Netter Loot, plus Bonus, total gechillt. Aber sowas von. Und das ist natürlich echt das, was man halt sehen will, ganz klar. Und deswegen halt wirklich genau gucken, passt das mit dem King, genauso mit der Queen, logisch, dass man genug Sachen hat, die man eventuell vorschickt. Nicht einzelne Sachen, also jetzt, dass ich jetzt sage, gut, okay, ich habe jetzt, ich meine, ein Golem hält's aus. Ein Golem gegen jetzt ein Inferno, das ist schon machbar, wirklich. Aber ihr wisst selber, wenn das Ding auf Single ist, am Anfang, und dann noch immer, und dann ist natürlich auch Ende. Ja, also von daher immer gucken, dass der King eher im Hintergrund ist und dann aber Hardcore nach vorne schlägt. So, denke ich, ist mal erwähnenswert gewesen. So, für viele ganz normal, aber wie gesagt, nicht für jeden und deswegen passt das. Leichte Beute haut raus. Also er hat Riesen, Mauerbrecher auch ganz nice. Also auch wenn es nur 4 Stück sind, die können aber richtig, richtig kriegsentscheidend sein. Und ich sehe hier schon ein Riese gedroppt. Vollkommen richtig in der Combo. Also sprich, dass er dann halt wirklich erst die Riesen rein nimmt, beziehungsweise vorschickt, guckt, was geht hier und dann halt mit den anderen Truppen loslegt. Den hat er aber umsonst sterben lassen. Das war Quark. Ich meine, klar, er hat geguckt, ist irgendwo eine Bombe oder sowas, okay. Aber da hätte er schon vorher dann noch Truppen nachsetzen können. So, hier rein bestimmt. Gucken wir mal, ob er hier mit Mauerbrecher. Ah, oder ja, okay, klar. Oder er nimmt einen Sprung halt. Wie gesagt, Jump ist bei mir nie so angekommen. Ja, weiß ich nicht. Das ist nicht so meins. Hier, wenn nur ansatzweise Kobolde im Rathausbereich sind, ist da Eskalation pur. Ja, also wirklich, wenn ihr ein Rathaus schnell down haben wollt und wollt günstige Truppen, nehmt Kobolde, wenn sie natürlich hinkommen, logisch. Also, brauchen nicht sagen, naja, hier, Townhall ist in der Mitte, Kobolde, jetzt macht mal, ja. Also, das macht jetzt mal bitte weg. Nee, logisch. Aber so grundsätzlich ist das schon richtig, richtig nice, wie die übel das Rathaus zerfetzen. Das ist schon richtig, richtig geil. Queen hat noch richtig gut was am Start, hat auch noch die Ability, passt also hier auf jeden Fall. Heal gedroppt, in dem Moment auch vollkommen in Ordnung gesetzt. Also auf jeden Fall bleibt richtig schön lange im Heal drin und kann halt richtig was für den Angriff tun, auf jeden Fall. Das Ding sehen wir hier nicht mehr kaputt, aber
Darüber lachen wir einwandfrei. Richtig geiler Loot. Olli haut raus mit zusätzlichem Bonus natürlich. Den darf man auch nicht vergessen in Champ 2. Komplett inaktiver Gegner und auch ein Low-Gegner, muss man jetzt sagen. Base-technisch ist er ja so weit ganz gut aufgestellt. Kann man ja nicht meckern. Aber wir haben die X-Bows halt nicht drinne. Und natürlich, also weil die halt nichts machen. Und wir haben die Infernos natürlich nicht drin. Das heißt also wirklich, dass das Stärkste mit ist halt komplett ausgeschaltet. Und er hat halt Low-Helden. 10 und 11er Helden sind natürlich dann für den Olli in dem Fall easy. Aber ich würde auch wirklich sagen, in dem Bereich, den hattest du halt einfach über, aber das war unnötig. Den hättest du nicht friesen müssen. Also die Tesla hättest du jetzt nicht friesen müssen. Aber gut, okay, passt. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn nicht, geh auch noch mal runter. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, gut, okay, ich fühle mich hier oben richtig wohl, zumal du ja auch gut Dunkles oben farmen kannst, klar. Hau die Helden auf jeden Fall hoch. Hau die auf jeden Fall hoch, weil da ist halt schon echt nochmal riesig, riesig groß der Unterschied, ganz klar. Wenn du halt dann wirklich mit einem, ich sage jetzt mal, 20er King angreifst oder du hast einen 16er King. Da ist halt doch echt nochmal ein riesiger Unterschied. So, Gollis tanken hier schön, so muss es sein. In Verbindung, Magier kommen hinten ran, passt, läuft. Schönes Ding. Auch wieder, der King hat nicht komplett gedefft. Hier kriegt er natürlich trotzdem auf der Schnauze. Aber ansonsten ist es natürlich mega geil, wenn man halt Sachen hat, sage ich jetzt mal. Bestes Beispiel zum Beispiel. Meine Queen kriegt aufs Maul. Die deft in dem Moment. Ich habe noch einen Golem auf dem Spielfeld und der sitzt nur so rum und macht da nicht wirklich viel. Und ich zünde die Ability der Queen, das Dev-Gebäude des Gegners, ich sage jetzt mal zum Beispiel X-Bogen, sieht die Queen nicht mehr, geht auf den Golem und fertig. Und ich kann schön mit der Queen alles regeln. Das ist ein riesiger Game-Changer. Also wirklich lieber ein bisschen später die Ability zünden als zu früh, auf jeden Fall. Richtig nice hier. Richtig schön Loot gemacht hier. Läuft. Aber wie gesagt, base-technisch, ja, war das jetzt nicht so hart. Nicht so hart zu knacken. So, jetzt gucken wir noch mal kurz, was hier noch gemacht wird. Ja, genau, das passt. Lootmäßig, so hart. Also grundsätzlich, nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt. Wenn der Loot halt so hart ist, beziehungsweise wenn halt der Boost umsonst ist, mehr oder weniger für einen Gem. Kann man ja als umsonst bezeichnen, auf jeden Fall. Dann ist es halt einfach so. Und dann muss man aktiv sein. Klar, dass man immer wieder gleich alles von sich selber abfarmt und natürlich auch bei den Gegnern. In dem Moment muss man einfach hart durchgreifen, dass das alles passt. Free Gold und Dunkles. Sehr nice, Alter. Richtig nice. Und das in Kristall 2. Hashtag läuft bei dir. Richtig. Richtig nice, Alter. Oh, da bin ich neidisch. Das ist natürlich eine richtig geile Nummer. Und auch nicht zu viel gedroppt. Nice. Gut gemacht, Energy, finde ich nice. Andere hätten jetzt gesagt, boah, hier kommen 50 Bogies hin. Nein, Quatsch. Jetzt muss es schnell gehen, langsam. Genau, sonst hast du halt das Problem, dass die dir alle an der Mauer verrecken. Ganz genau. Dann muss wirklich bam, 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 bam. Schnell. Und hier haben wir wieder Kobolde in der Nähe vom Rathaus. Tödlich, tödlich. Auf jeden Fall. Hardcore nice. Wobei ich, da muss ich sagen, du hattest die Kobis, dann hätte ich eventuell erst hier zwei, drei Kobis gesetzt. Günst.
sag jetzt mal günstiger. Du kannst mit den Bogies in dem Bereich hier einfach dann mehr anfangen noch. Und die Kobis sind halt so extremst schnell in der Beute einsammeln, in Ressourcen lagern, dass du da echt Vorteile hast. Meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist natürlich mega nice. Richtig, richtig cool gemacht. Geiles Ding gewesen. Moritz. Alter, das muss ich sagen, das hätte ich nicht für. Jetzt mal ohne Scheiß. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Die Menge bei einem Rathaus 8er, er ist selber Rathaus 8, weil er den King auf 7 hat, kann also nicht mehr Rathaus 7 sein, ist unmöglich. Kleinen Moment, ich will das gerade mal gucken. Er muss mindestens Town Hall 8 sein. Moritz. Ja. So. Wie gesagt, King auf 7 ist eine Sache, kann halt nicht mehr auf 7 sein. So. Und da kriegt er so ein YOLO-Loot hin. Das ist richtig fesch. Ja, sehr schön. Schön, der Heal schön gedroppt. Ist auch kein Kunstwerk. Aber trotzdem, darf man ja einfach mal so sagen. Darf man sagen, ey, hast du fein gemacht, Moritz? Kriegst du einen Keks für? Läuft bei dir. Schön gedroppt. Und jetzt geht das Spiel mal richtig los. Wir haben hier den 7er King. Und wir haben die Packers. Richtig Eskalation hier am Start. Richtig. Und dann schön im Rage läuft hart. Der ist einfach mal chancenlos. Gucken wir mal. Hier, ja, schön. Oh, Glück gehabt. Schön. Ah, jetzt geht er nämlich darauf, der Magierturm. Ich wollte nämlich sagen. Wenn du nämlich hier noch schön die Magier am Start hast, die hier noch rein splashen und der Magierturm sich eher mit den Sachen hier von oben beschäftigt, Pekka juckt das nicht wirklich. Wenn dann Magierturm, was ist denn hier, ist schlechtes Wetter oder was? Mehr ist da nicht bei Pekka. Aber das läuft. Ja, das ist dann auch Ende, aber wie gesagt, hier ist richtig abgefarmt. Richtig nice. Richtig, richtig cooles Ding. Das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Wie gesagt, ist mal ein etwas anderes Loot-Video. Wie gesagt, auf diesen King eingegangen ein bisschen, weil ich das wirklich irgendwo wichtig finde. Besonders für die, die halt eben noch relativ neu dabei sind, sag ich mal. Town Hall 7, King gerade bekommen. Wie gehe ich denn damit um? Und warum macht man das später anders? Weil es später Infernos gibt. Das war's davon. Von mir, haut mal rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.